Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ich merke gerade, mein Hals ist ein bisschen trocken. Warte mal kurz. Heute ist die Don-Zitrone-Tasse gekommen und ich finde das Teil so genial. Und ja, wer auch so eine Tasse haben möchte, kann das gerne machen im Shop vom Zitronenarzt Spreadshirt Shop. Schweres Wort. Und ja, ich verlinke es auf jeden Fall mal. Ja, geile Sache. Und ja, er hat da ja so ein bisschen den Paten gespielt, sage ich mal, in seinem Video für einen Patrick. Das 10.000 Abo-Special, sage ich mal. Und ja, da hat er das dann extra dafür kreiert. Also echt cool. Und ich habe mir jetzt auch so einen Shop, ich habe auch so einen Shop gestartet. Spreadshirt Shop, steht auch unten in der Beschreibung. Er ist noch nicht so gefüllt, ich habe bisher nur ein Logo mal eingefügt und ja, da soll jetzt aber mit der Zeit immer mehr kommen, also dass ihr auch so ein bisschen Merch kaufen könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt oder ihr sagt, boah cool, ich möchte gerne eine Tupac-Tasse, ein Tupac-Shirt haben und so weiter und so fort, dann könnt ihr das darüber machen und ja, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der da Interesse dran hat, könnt ihr natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben und ja, ich werde den immer mehr wieder, wenn es hier ein bisschen ruhiger geworden ist, mit Leben füllen und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich da eventuell, ja, ein Ben-Foto oder so, ein Logo mache, muss ich mal gucken, wann ich dazu komme, aber da ist ein bisschen was geplant auf jeden Fall, ja, könnt ihr dann machen, unten sind die beiden Shops verlinkt und ja, könnt ihr dann mal reinschauen. Okay Leute, kommen wir mal zum heutigen Titel, The Secret of Retropolis und ja, das ist ein Game, was wir schon sehr, sehr oft in den VR-News vorgestellt haben, der Chris und ich und ja, jetzt ist es erschienen und ja, es ist ein Point-and-Click-Adventure, so wie wir es von früher kennen, Zack McCracken, Maniac Mansion, Indiana Jones und Monkey Island, also ne, nimm das, benutze es mit das und so weiter und so fort und nur, dass wir jetzt nicht mehr diese Befehle haben und auch keinen Mauszeiger oder so, sondern wir haben unsere Hände und können damit Sachen ja anklicken, damit interagieren und ja, man spielt das im Sitzen, also ja, auch was für ruhigere Stunden, sage ich mal. Und ich habe jetzt Part 1 gespielt, also das Teil besteht aus zwei Teilen. Das Teil besteht aus zwei Teilen, das Spiel besteht aus zwei Teilen. Part 1 und Part 2. Part 1 ist ein bisschen ja, kürzer als Part 2. Part 2 soll ein bisschen länger gehen, weil es ein bisschen ja kniffligere Rätsel hat. Und ja, da bin ich schon gespannt drauf. Ich habe jetzt erstmal Part 1 für euch aufgenommen. Part 2 wird auf jeden Fall noch folgen. Ja, da kann dann ein oder andere, falls er mal hängen sollte vielleicht. Und ich habe das Gameplay vielleicht schon zu Ende. Dann kann man da mal reingucken. Ist vielleicht auch ab und zu mal hilfreich. Ich hoffe aber, dass ich es überhaupt hinbekomme. Das Game erscheint nicht nur auf Steam VR, sondern auch im Oculus App Lab Store. Und ja, das ist eine richtig coole Nachricht. Ich habe es jetzt auf Steam VR gezockt, habe den Entwickler auch gefragt, gibt es denn irgendwelche Unterschiede zwischen den beiden Versionen? Der meinte, nein, also die beiden Versionen sind echt gleich, grafisch sind die auch gleich. Und ja, das mal für euch da draußen, Leute, ihr habt jetzt keinen Vorteil, wenn ihr die PC-Version kauft oder die Oculus App Lab Version. Ja, also das sollte man dann auch wissen und wurde ja mal geschrieben, dass nicht alle Leute immer ja so Vergleiche ziehen zwischen Steam VR und Oculus Quest Store und ja, dass die das gut finden, wenn ich da so ein bisschen mal auch darauf eingehe. Wenn es jetzt wirklich Unterschiede gehabt hätte, hätte ich dann die Steam-Version und die Quest-Version mal kurz angetestet, hätte vielleicht auch nochmal ja so ein Vergleichsbild gemacht, so wie es letztens auch von, ich weiß gar nicht von welchem Game es war. Das mit dem U-Boot, wo wir da wirklich total lost in dem U-Boot sind und rausfinden müssen, wie wir was steuern. Da habe ich ja mal so ein kleines Comparison-Video gemacht. Ja, Leute, kommen wir mal ganz kurz auf die Shops. Ja, hier sind wir im Steam-Shop und ja, das Teil soll es am 21. Juli erscheinen, also heute. Und soll $12,99 kosten, startet auf Steam mit 10% Rabatt. Und ja, im Oculus App Lab Store wird es nicht diesen Rabatt geben, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel $12,99 in Euros werden, ob es auch $12,99 Euro sind. Müssen wir abwarten, habe ich jetzt keine Infos zu bekommen. Aber ich finde, also wenn ich jetzt sehe, erste Teil geht so 20, 25 Minuten, wenn man gut durchkommt,
Und der zweite Part soll 30 bis 40 Minuten Spieldauer haben. Das sind so die Angaben, die ich jetzt vom Entwickler habe. Und ja, also dafür 12,99 finde ich meiner Meinung nach in Ordnung. Es ist ein Indie-Entwickler, die haben sehr, sehr lange daran entwickelt. Und ja, wenn es sich gut verkauft, bekommt das Teil auch eine Übersetzung in Deutsch, wurde mir auch gesagt. Und ja, ob es jetzt eine deutsche Sprachausgabe gibt, müssen wir abwarten. Aber deutsche Übersetzung soll es definitiv geben. Natürlich, wenn sich das jetzt überhaupt nicht verkauft, ist das immer so eine Sache. Ne? Dann müssen die natürlich auch gucken, okay, wir haben jetzt hier richtig miese gemacht. Ob dann noch eine Übersetzung kommt, weiß man natürlich nicht. Ne? Okay, das ist der Steam VR-Shop. Alle Brillen werden unterstützt. Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die WMR-Brillen. Und die Mindestanforderungen sind relativ moderat, würde ich sagen. 1050 Ti oder eine Radeon 470. Ja, ein i5. Also, wie gesagt, das ist echt vollkommen in Ordnung. Und ja, hier sind wir in der Oculus App Lab. Werde ich auch alles mal verlinken. Und ja, also ich finde das Spiel richtig, richtig gut. Hat einen coolen Witz. Ich habe jetzt auch trotzdem, dass es nur Englisch ist, habe ich trotzdem die ganzen Witze relativ gut verstanden. Und ja, also das Spiel lebt natürlich auch so ein bisschen vom Witz. Und auch die, der Stil gefällt mir. Musik ist stimmig und auch super, dass die wirklich alles in VR gezeichnet haben. Alles, was man da sieht, ist in VR komplett gezeichnet worden. Und ja, ist auch mal eine andere Art von Spielart, sag ich mal, oder Spielstil. Und ja, das muss man natürlich auch lobend erwähnen. Ja, Leute, reden wir nicht länger drum rum. Ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß bei meinem Gameplay. Und falls ihr das Spiel auch spielen wollt, schaut euch das Gameplay jetzt nicht an. Oder schaut mal nur kurz rein, weil so nimmt ihr euch ja natürlich auch die ganzen Rätsel weg und es wäre blöd, wenn ihr euch da spoilern solltet. Also hier einen kleinen Spoiler-Alarm, ja. Wer das Spiel kaufen möchte und den Entwickler unterstützen möchte, sollte das Spiel jetzt nicht unbedingt gucken. Aber dann definitiv unten in die Shops rein und kauft das Spiel und unterstützt dahingehend den Entwickler. Okay, Leute, dann ab zum Gameplay. So, Leute, The Secret of Rhythmopolis ist draußen und ja, dieses Game haben wir ja sehr, sehr lange Zeit verfolgt, haben immer wieder, wenn es Neuigkeiten vom Entwickler gab, euch in der VR-News-Sendung darüber informiert. Falls ihr die VR-News-Sendung nicht kennt, ich werde es oben mal in die Infobox packen, definitiv mal reinschauen. Da sind wir jeden Dienstag live und berichten da über Neuigkeiten rund um VR. Ja, Leute, The Secret of Rhythmopolis ist ein Point-and-Click-Adventure, deshalb sitze ich auch hier, also wir sind im Spiel wirklich immer statisch irgendwo und müssen Sachen machen. Von daher passt das ganz gut, wenn man hier sitzt. Ich habe ja die Demo getestet und die Demo, die war ja nur so ein kleiner Appetithappen, sage ich mal, die da hingeworfen haben. Also es war ja mehr als so 5 bis 10 Minütchen, mehr war es ja nicht. Aber ich bin gespannt, was daraus geworden ist. Und schauen wir uns mal ganz kurz die Settings an, was es so gibt. Also wir haben ja einmal How to Play, da wird so ein bisschen was gezeigt, wie man was machen muss. Das ist aber relativ übersichtlich, sage ich mal. Subtitles können wir an- oder ausschalten. Wir lassen sie an, weil ich bin echt gespannt, wie ich mit der englischen Sprachausgabe jetzt klarkomme und ob ich es vernünftig übersetzen kann. Und deshalb lassen wir es erstmal an. Aber auch wenn es jetzt aktuell keine deutsche Übersetzung gibt, der Entwickler hat mir mitgeteilt, sie wollen definitiv eine deutsche Übersetzung reinbringen. Und hat aber auch kein Datum genannt. Also es ist nicht klar, wann es kommt. Es kann nächste Woche sein, es kann auch 6 Monate dauern oder ein Jahr. Weiß man aktuell nicht, aber wenn es da was gibt, werde ich euch definitiv darüber informieren. Ja, dann haben wir noch einen Recenter-Button. Das heißt, wenn wir irgendwo uns bewegen, können wir hier wieder recentern. Und ja, dann sind wir nah am Geschehen wieder ran. Ja, wir spielen jetzt hier die Version 0.5.6. Das heißt, es kann immer noch weiterentwickelt werden und das werden die mit Sicherheit auch machen. So, ich habe noch keinmal reingeguckt. Ich denke mal, das kommt immer noch von der Demo vielleicht. Ich starte aber komplett neu für die Leute, die das Game jetzt noch nicht kennen. Also, viel Spaß. Ja, ziehen wir uns die VR-Brille an, oder?
Sit down and listen closely. Before they were gone, humans made robots to keep civilization alive. We robots turned out to be just like how humans were, apathetic and broken. Welcome to Retropolis, a marvelous city, 100% mechanical, designed for one purpose only, to keep the past alive forever. You know, the good old days, when the economy was booming and the women were beautiful. But if you walk down the city streets, all you can find is loneliness, greed, and betrayal. My name is Philip Log. I was fashioned to be a detective for the RPD. I was good at my job because I'm not the kind of robot who does what he's told. I went after leads even if they took me to the higher levels of the city. That's how I lost my partner. That day I left the force and became a private eye. Sure, the pay isn't great, but I do have some crazy stories to tell. Intro ist schon mal sehr cool gemacht, finde ich. Da ziehe ich den Hut. At last, a job. Und falls wer das nicht weiß, hier alles, was ihr hier seht, ist wirklich in VR gezeichnet worden. Egal das Telefon, der Bilderrahmen und so weiter und so fort. Also alle Sachen, die ihr hier seht, sind in einem ja, VR-Zeichenprogramm gemacht worden. Hello, Philip, it's your landlord. Do you know why I'm calling? Because you're lonely. You're a funny guy, Sam. If you don't pay me the rent by the end of the week, you're out on the street. How can you do this to me? Don't you have a heart? No. Weißt du, warum ich anrufe? Ja, weil du alleine bist. Sehr man. Geil. I need a drink. Das ist cool, also das mag ich. Ja, guck mal hier. Hey. My mother always says I look so good I could be a movie star. Just kidding, I'm a robot. We don't have mothers. Movie star. Uh-huh. This is my table. I put things on it. The future is fascinating, isn't it? Okay. Also ich weiß ja jetzt hier, was schon zu tun ist, aber ja. Schauen wir uns mal alles an. Vielleicht ist da noch was dazugekommen. Also alles, was man... I love jazz. It makes my drinking seem much more sophisticated than it really is. Also alles, was man früher mit dem Mauszeiger gemacht hat, hier, nimm das, benutze es damit. Das macht man halt jetzt mit den Händen in VR und das ist eigentlich das Coole. Man ist mitten in so einem Point-and-Click-Adventure. These are my cabinets. I should tidy them up a bit, but I'm awfully lazy. In fact, I'm so lazy I barely walk around. I just stand in one spot and shoot my hands around. It's empty. Also Auftrag von diesem Level jetzt hier ist, wir müssen was zu trinken finden für ihn. That's me and John from way back. I was so happy then. And he was so not dead. Ja, sein Partner ist ja erschossen worden, wie wir gerade gesehen haben. Ja, die benutzen Schrauben zum Rauchen, ne? Warum auch nicht? I'm not in the mood for games. Oh, ich aber. That's a picture from the day John and I graduated from the academy. Also in dieser Welt ist wirklich kein Mensch mehr. Die Menschen sind weg, ausgestorben oder keine Ahnung, wo sie sind. Und hier leben nur noch Roboter. Now I don't have any money and my piggy is broken. Er hat kein Geld und das Piggy ist broken. That's my trash bin. That's where I keep all my unpaid bills. There it is. There it is. So. Objective. Drink your problems away, Philip. I better take a small step in that. Also Alkohol ist ja eigentlich keine Lösung, ne? Aber in dem Game jetzt, ja. Prost, Leute. Ah, that's a strong drink. Ach, ich bin so müde. Der ist aber schnell betrunken, du. Genau da endet ja eigentlich die Demo. Ja, wir sind jetzt in seinen Träumen.
Of all the offices of all the private investigators in all of Retropolis, she had to walk into mine. Is it because I'm the only robot stupid enough to work as a PI in this city? I can't remember. I'm drunk right now. Ah, die hat einen lassiven Gang drauf, oder? I hope you don't mind that I let myself in, Mr. Log. The door wasn't locked and I don't want anyone to see me. People may talk. Jenny Montage, the famous movie star, standing right in front of me. I gotta hide my flask before she finds out I'm all boozed up. Can I offer you a drink, Mrs. Montage? You may pass out for a while, but it's good. This is tempting, but no. Say, aren't you married to that big shot senator? Is he the reason you don't want to be seen here? It's not what you think, Mr. Log. Have you seen any of my films? What do you think about them? Wir lieben die Filme, oder? I'm your biggest fan, Mrs. Montage. You were made to be a star. Well, some critics say I tend to overact. That's not your fault. It's your algorithms. Back in the day, I thought life was like a romantic movie. I was a no-name singer with big dreams. I married an ambitious businessman. Marriage is a career move. What could go wrong? Politics corrupted him. After he was elected senator, he became cold and abusive. What a bastard. He crossed the line, and so I ran away. I don't want to be a star anymore. I don't want anyone to own me. I want to be free. What can I do for you? Ja, was können wir für dich tun? Also man sieht natürlich auch an den Bewegungen, die sie macht, dass die nicht flüssig sind, ne? Das hat natürlich den Grund, weil alles gezeichnet wurde und die wahrscheinlich hier Bild für Bild was gemacht haben und deshalb sieht das alles so ein bisschen, gehe ich mal von aus, dass es nicht so flüssig aussieht. Aber es ist halt eine eigene Machart und ich finde es einfach cool. Also mir gefällt's. You said your husband crossed the line. What exactly did he do? Last night we were arguing. He got violent and tore out my sapphire nucleus. Sapphire what? My sapphire nucleus. It's the famous gem I always wear on me. I need you to get it back. Tonight. Okay, das ist handgreiflich geworden und die haben irgendwie, ja, ein bisschen gestritten, diskutiert und ja, er hat dann irgendwas, ich denke mal, Anhänger geklaut. Ein Saphir. I'm not a chief. Ich bin kein Dieb. Nothing is for free. I'll take the job. Why did you come to me? Why not the police? My husband has many friends in the police. I can't trust them. Well, you've come to the right place. I can assure you I don't have any friends. That's unfortunate. My services are expensive, Mrs. Montage. I hope you can afford them. This is all I could gather for your down payment. I hope it's enough. Wie viele Scheine sind das? 300? Wow. Even your money smells good. I'm pretty sure my husband is keeping the sapphire nucleus in his ivory suitcase. He's a very dangerous man. Don't let anyone see you. Na toll. Kann man das auch ausschalten? Nein. Okay. Wir haben Geld. So, noch Kippen mitnehmen. Ne, kann man nicht. Okay, dann gehen wir raus, oder? I'll take my car. Ah, die Karre war hier, ne? Jenny's husband wasn't some run-of-the-mill politician. Before he was elected, Senator Merrick made his fortune producing hit movies, so he knew how to manipulate public opinion. Propaganda vom Feinsten, ne? I tailed the senator as he went downtown, where you can find all the faulty robots he hates. I guess that includes me.
It seems like Senator Merrick is occupied, the way a married man shouldn't be. The ideal time to get his suitcase. Aha. Da wird, ne? Was passiert hinter so Zimmern, wo so gelacht wird? Und die Gardine zu ist. Also hier ist immer unser Inventar, ist immer gut. Also mir gefällt der Stil einfach. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Gerne mal in die Kommentare rein. Aber ich find's cool. Ist einfach, der ist einzigartig bisher, ne? Der darf doch gar nicht rauchen hier. Yeah, right. Hey, mister, can you give me a hand? Scram out of here, you little punk. Aha. Beep, 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 beep. Vote Merrick. What can so. I say? He's also, a man of words. Wir haben hier... Au, ich hab's mir gedacht. Also, wir müssen den Strom abstellen. Das sieht irgendwie aus wie... irgendwelche Generatoren. Du musst abhauen. I'm not going in there. I don't want to catch anything. Was machen die Chicas denn da oben? Hey, Chica! Excuse me, ladies. Can you help me out for a minute? Hello? Hello? Sie denn? I don't think they're gonna help me. Okay. Warte mal. Wir geben dem Alkohol. I want it back, okay, pal? Ja, jetzt komm, trink, dass du wegballerst. Jawohl. Farewell, my dear Flask. Easily. It's a police drone. They don't usually come to these parts of the city. What does the police have to do with Jenny? Okay, jetzt müssen wir rausfinden, wie wir jetzt hier irgendwo. I'm not gonna knock on a random door. I didn't know we still had those signs in the city. Was ist aus? The handle is missing. The city is known for its powerful magnets. Okay. The electricity stopped running. Ja, weil wir ausgeschaltet haben. Looks like they're empty. Also wir kommen I need to use something to open these bars. Let me see what you're smoking there. What is this? It's carbon steel. Not for someone of your size. I could cut off your springy hands in a second. Wir brauchen das Ding. And don't take it again. I won't. Wir brauchen unless I want to. Wir brauchen das Ding hier. I could really use some help. And I could use some quiet in my smoke break. Can I have a hit of that? Do you ever lose fuels? You keep taking my stuff! Wie kriegen wir das Ding hier? You won't see it coming. This is your last chance, punk. I probably will. Don't touch it. Don't touch it. Ah, okay. Hey, you don't mind if I take it again, do you? See, that's why they say smoking. Mega. You're welcome. So, danke für das Gerät hier. Well, I appreciate you giving me a hand. It's useless without a power source. Okay. Even if this saw was working, I wouldn't cut this. Even if this saw was working, I wouldn't cut this. Car battery. Must be useful for something.
Yes, it's working. Yes. oops. That's not good. I should get out of here before they notice it's missing. Ja, komm rein damit. A suitcase within ich will, a suitcase. Ich will aber mein so satisfying. Ich würde gerne mein Dings haben wieder. Mein Flachmann. Naja, egal. I met Jimmy aber later cool. That night. Gefällt mir. She was tense as a wire, but I was only interested in one thing. Her money. Hey. Mr. Log, you almost frightened me to death. You've got nothing to worry about, Miss Montage. I got the suitcase. What are you waiting for? Give it here. Give it to me, baby! Aha, aha! And all the girls said a pretty fly for a white guy. Now, let's discuss my payment. Since it was a high-risk job and I lost my dear flask, I believe I deserve a cut from the sale. Ja, du hättest ihn denn wiederholen können. You're gonna sell that diamond and I want in. I don't know what you're talking about. Save your lies to the camera, Miss Montage. I know all about runaway wives like you. You know nothing about me. If you take the sapphire nucleus from me, I'll have enough energy left for 24 hours. After that, I just shut down and lose all my data. You should have told me that before. Why bother? You already know everything about runaway wives like me. Oh. Did anyone tell you back here, Mr. Log? No one saw me, I think. Wir müssen ihn kaputt machen, wir müssen ihn kaputt machen. Why is the police after you? It's not the police, Philip, it's my husband. Here she is, boss. Och, müssen jetzt alle niederschlagen. Ja, komm her! There you are, darling. You know I don't like losing my thing. No, please. You used to love me. Why are you doing this to me? It was supposed to be a secret. Lass die Lady in Ruhe. What the heck? I'm selling you off. You're a monster, Merrick. A monster. No, darling. I'm a robot. And so are you. Hey, buddy. That's my client. Now let her go. Huh? Really? What are you going to do about it? I go to the press. I'll rip your mustache. Ah, that's good. I'll rip that mustache right off your stupid face. Der Schnurrbart wird weg. Go ahead. I'll buy myself a better one. You won't get away with this, Merrick. When I look at you, I see a loose cog in the machine. You better tighten yourself up, Tiger, or you'll fall. Target. Philip Long. Yes, boss? That bot has a problem. Fix him. Right away, boss. I'm all fixed up, really. You don't need to do this. That's what they all say. Oh. Okay. Kann ich mich auch irgendwie wehren? Eat this. Ja, Leute, das war schon Part 1. Und ich würde fast sagen, hier beenden wir erstmal das Gameplay. Und ja, ich werde definitiv Part 2 auch noch hochladen. Und ja, dann geht es weiter mit der Story. Und ja, ist glaube ich ganz gut, wenn man dazu zwei Videos draus macht, dann ja, hat man mehr zu gucken, ne? Und ja, ich würde gerne wissen, was denkt ihr von dem Film, von dem Spiel? Gefällt euch das? Gefällt euch das nicht? Ich hoffe, Part 2 ist jetzt nicht so kurz wie Part 1, denn Part 1 kam mir jetzt nicht so mega lange vor. Und ich habe jetzt ja auch nicht so... Also die Rätsel waren jetzt okay, waren fair, aber war jetzt auch nichts Schwieriges dabei, ne? Also ja, jetzt muss man mal abwarten, wie der Part 2 dann wird. Aber den gibt es definitiv in einem anderen Video. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne ein Like raus. Abo-Button nicht vergessen, wäre echt cool, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare,
wie ihr das Game so findet. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.